Als LV weiß ich nicht, LV mit 71. Also ich würde den dann schon eher. Oh, wobei auf L ist er auch nicht so crazy, ne? Mit 73. Hm. LV haben wir halt den Jungen erst geholt, der ist halt eigentlich schon besser, ne? Und ist halt 22 hat, ist ein 7er. Weil ja auch eigentlich Lucic gefühlt besser ist. Realistisch wäre schon cool, aber wäre wirklich ein. Ist er das Gehalt wert? Das ist, das ist das, weil er wirklich teuer ist im Gehalt. Der, der wird halt äh, Jovic-Gehalt kriegen. Ja, Jovic ist auch jetzt keine Mega, kein Mega-Jump gewesen dafür das Gehalt, aber ich meine, wir werden. Äh, realistisch wird er nicht mehr als in der Regel spielen. Stammspieler wird er nicht schaffen. Wenn wir jetzt ein Auflaufpräm von 3K drücken und sagen wir. Ne, 10% einfach um das ein bisschen hochzuhalten. Dann können wir auf ein sechs oder so. Dann ist er bestbezahltester Spieler. Bestbezahlter Spieler. Einer mag er nicht. Drei Jahre auch nicht. Hm. Was haben wir denn nochmal? Möglichkeiten. Oder possibly. Mitrovic Anotovic, yes, aber ist halt ein bisschen. Ne, sind halt beide Stürmer. Kostic genauso. Das sind ja beides LMs, das ist das, was so ein bisschen problematisch ist bei Perisit Kostic, ne? Als LM ja. LM wäre tatsächlich Improvement. LA kommt so ein bisschen auf, auf die Form an. Klar, mit einer guten Form wäre das wahrscheinlich nochmal besser. Hm. Lass mal gucken. Wenn wir jetzt Lucic theoretisch verleihen. Kriegen wir eine von dem Mio? leihgebühr aus? Ähm, um, Kostic, ja, so. Also ist deutlich schlechter als LA. Der kann halt noch eher nur LM, ne? Das nur so am Rande. Aber der kriegt halt aktuell 3,3. Ja, ich habe überlegt, ob wir jetzt eventuell Lucic ähm, vielleicht ein, äh, eine Saison oder zwei verleihen. In der, äh, der Zeit Peresic holen und dann äh, der potenziell noch besser wird. Das wär, da wäre jetzt nur die Frage, ob wir ihn für eine Million angebracht kriegen. Dann hätten wir das Gehalt zur Hälfte wieder raus. Das wäre so die einzige äh, Variante, wo ich sagen würde, das wäre vielleicht noch ähm, umsetzbar. Ein Vitino würde er schaffen, glaube ich. Könnte er? Sollte er? Aber ich weiß ja nicht, ob die Anime zahlen würden. Würden sie? Wir gucken mal kurz, wir lassen das mal kurz so stehen. Wir gucken mal kurz, ob, ob oder was wir sonst eventuell noch Möglichkeiten Aktuell, Aktuell hätten wir halt kein Ding. Also RV ist eher die Baustelle, aber aktuell haben wir da als Best Case Janu. Den Rumänen. Der ist aber nicht wirklich besser als meine. Ist halt jünger. Ne? Auf Zukunft gesehen ja. Wenn, dann könnten wir den holen und verleihen. Das wäre so das, was wäre so Best Case für ihn. Aber... Wir kosten da das 8 Mio, 9 Mio. Nee, nee, nee. Wir läuft denn aus nächstes Jahr. Wir läuft denn aus. Perisic, lol. Ähm, Stankovic. Der ist aber tatsächlich uninteressant, glaube ich. Der ist zu alt. Da ist unserer deutlich besser. Also Jovanovic. Ähm, Petrovic. Gut, der ist bei uns. Lol. Ach, das ist einer, den wir potenziell auslaufen lassen. Daher, weil Alnautovic und Dragovic. Dragovic mittlerweile auch, ja, als Backup könnte noch gehen. Können wir noch nicht. Müssen wir Januar warten. Wieso können wir den noch nicht? Aber hatten wir nicht schon irgendwie den wir äh, anbieten konnten für Saisonende? Hat man da nicht von schon ein? Oder war das Perisic? Nee. Hä? Hitchhikun, da hat man von schon ein. So wäre halt okay, ne? Nee, das Problem ist bei ja, ne, selbst, wenn, selbst wenn wir das jetzt zahlen. Ähm, selbst wenn wir das jetzt zahlen für Perisic, dann verändert sich am Ende wieder die Gehaltsstruktur. Dann, ne? Dann sagen die wieder, ja, hier, der verdient mehr Geld. Ich hätte gerne auch mehr Geld. Und dann treiben wir das alles künstlich nach oben. Ich glaube, es ist wirklich sinnvoller, da auf eine Position zu gucken, wo man Mehr Nachholbedarf haben. ZM äh, bräuchten wir vielleicht noch einen zweiten lang, auf lange Sicht. Pantic ist nicht der jüngste. Ähm, Joic sowieso nicht. Nacho ist jetzt verletzt und äh, hört sowieso nächstes Jahr auf. Also ein zweiter ZM wäre eine Möglichkeit. Ein RA auf lange Sicht potenziell. Äh, Severina ist halt einer, der aus der Regelung rausfällt. Der wird vielleicht ne, am Ende der Saison gehen. Mal gucken. Äh, Kalulu ist jetzt keiner, den wir ewig spielen lassen würden. Der ist halt nur 28, ne? auch wenn es ein Kalulu ist. Ähm, also ZMRA und RV sind wahrscheinlich so die nächsten Baustellen. Und dann vielleicht mal ein Torwart, der ein bisschen jünger ist. Das ist wahrscheinlich das nächste. Ähm da hätte ich halt einen RV, ne? Oder vielleicht sogar einen IV. Aber der hat noch zu langen Vertrag. Ey! Uiuiui, uiuiui, ui, ui, ui. da hat's mal kurz gescheppert, wa? Danke. Ähm, was haben wir da? Scouting abgeschlossen. Wir könnten mal die L Jungen denn durchgucken. Jugendspieler kommt zu uns. Guck mal, haben wir wieder einen Siebener. Haben wir wieder einen Siebener, wieder einen Außenschimmer. Das ist ja crazy, haben wir noch gar nicht gehabt. Privatlehrer. Und Juck. Juck. I got mouths to feed and ain't nothing in this world for free. So. Wir haben uns gleich wieder die Ohren weggeschaltet. Gleich ist wieder äh, Auf- und Abwertungsrunde. Mal gucken, was wir da so bei haben. Könnte alright laufen, könnte alright laufen. Wir hatten, wir hatten tatsächlich einige interessante Transfers. Also die ablösefreien. Kann man die nachvollziehen? Kann man irgendwo sehen? Keine Ahnung, die äh, Transferhistorie allgemein? Also nicht so bei uns, sondern. Wieso gewechselt ist? Gibt's da für eine Statistik? Also eine. Ähm. Transfers. Gibt's auch weltweit? Nö. Ne. Ähm, was hat man da? Adam Lelaner ist zu Hoffenheim. Danny Welbeck ist zu Hamburg. Die haben ein bisschen, weiß ich nicht, die haben sich ein paar frei gesnackt. Ähm, um, Boggle, auch ein England, der ist zu so Hoffenheim. Mhm. Auch ablösefrei. Undorf ist zu Stuttgart. Crazy, I know. Crazy. Ähm, um, hat man da noch ein paar? Nee. Ethan Mbappé ist zu Santa Clara, aber nur ausgeliehen, glaube ich. Der kleine Mbappé. Andri Gomes zu Hedas Verona, Lloyd Kelly zu Udine, George Baldock zu Juventus. Man sollte einfach ablösefrei wählen können so als sie. In Spanien haben sie keinen geholt. Aber ja gerade Danny Welbeck bei und ist nicht irgendeiner zu Elversberg? War das letztes Jahr schon? Hat Elversberg nicht irgendwas crazy geholt? Malos, stimmt, der hat sich ja Malos geholt, das war letztes Jahr. Scheiße, so mal das bei Elversberg. Ah. Ah, immer wieder schön. Immer wieder schön. Können wir wieder ein Angebot für den äh, Jugendspieler machen? Maybe. Fällt mir gerade so ein. Nein. Nope, 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 nope. Können wir den aus dem Blick... hoch nein. Aus dem Blickfeld nehmen. Ist ja meiner, wa? Ist ja meiner, muss ja nicht. Alex Tejes, Spieler des Monats. Guter Get von, von Roter Sternberger, würde ich sagen. Ja, gut, der ist halt verletzt, ne? Was soll er tun? Belitsch, Ilitsch. Ja. Guck mal, der RV ist hoch. Severina, eigensinnig. Stjepanovic, sehr schön, gutes Backup. Kadijevic, unser LV. Sliciewicz, oh, oh, der wird crazy. Der wird crazy. Also, so wie das aussieht, könnte am Ende des Jahres vielleicht noch, wenn er den achten schnell bekommt, dann wird er entweder uns viel Geld einbringen oder viel Kopfschmerzen. Lucic plus 2. Aha, guck mal. Let's go. Da ist wer dagegen, dass wir uns da umgucken und vielleicht neu holen. Vertrag von Vanja Rudalski läuft aus. Wer ist das? Ja, who cares? Ganz ehrlich. Und direkt Hexenschuss, jawohl. Slicevic, 13,5 Mio. Mhm. Not bad. Not bad at all. Wollte ich nicht gucken. Wer läuft denn diese Saison aus? Jetzt nur noch aus der zweiten, ne? Ich wollte die tatsächlich eventuell jetzt im Winter schon verkaufen, glaube ich. Gucken wir mal, wir vielleicht einfach noch ein bisschen Geld dafür bekommen. Aber das wird vielleicht gar nicht so einfach werden. Mhm. Aha, guck mal 200k Albanien, so schon mal nicht so bad, so schon mal ein guter Anfang. Bosnien maybe? Nope. Bulgarien auch nope. China Eklar, eh eklar, eh China natürlich, 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 die kaufen einfach alles. Dänemark, nope, Japan, Kasachstan, China geht immer ja. Also auf der einen Seite natürlich, äh, ich sag mal. Business-technisch gut. Abwechslungstechnisch halt ein bisschen schade. Ich hätte es nichts dagegen, wenn die Leute mal nicht alle ausnahmslos nach China wechseln. Bin ich ehrlich. Ich würde das auch mal fühlen, wenn vielleicht einfach mal einer nach Polen geht oder so. Undead. Radnitschki? Radnitschki? Nee. Anscheinend also ja die Stadt. Weißrussland? Bate Borisov? Nein, nein, nein. Zypern? Österreich? Gut, die 200 kamen auf dem Tisch liegen. Können vielleicht 220 mal fordern oder so? Hoffe ich. Ohne, dass sie mir gleich alles steigen. Pass auf dreimal gescheitert. Dann fliebe ich aus. Einmal. Einmal. Waren das die mit 200k? Safe. 205 haben wir. Naja, komm dann. Sollen Sie für 205 nehmen? Ah, nevermind, warte mal. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Da. Gescheitert. Cool. Cool. Ja, dann soll den, sollen sie den für 205 haben. Ist für mich dann fein. Ja, das ist in dem kann interessiert, das habe ich mitbekommen. Was denn, wenn wir den quasi verschenken? Dann immer noch nicht? Doch, dann schon. Dann schon. Für, für umsonst nehmen sie ihn. <laughs> für quasi gratis ist okay. Ja, ja, dann, 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 dann schon, dann schon, dann gib her. Hm? Freiwillige Sichter. Also, wenn wir jetzt gegen Teleoptik verlieren, wäre das natürlich witzig. Will ich gar nicht mal ausschließen. Ich glaube, so schlecht ist Teleoptik gar nicht unterwegs. Guck mal gucken, wo die Die, die stehen aber auch zweite oder so in der Liga, ne? Erste sogar. Wir werden, wir, vielleicht finden wir dieses Jahr noch raus, ob, ob die zweite Mannschaft in die erste Liga aufsteigen kann oder nicht. 7-28. Die sind Mittelfeld-Erste Liga gefühlt mit dem Kader. Es gibt in der ersten Liga äh, Mannschaft mit schlechterem Kader als Teleoptik. Safe. 2-1. Let's go. Kalulu und Slitschewitsch. So, Meslier zu Leipzig, De La Fuente zu Blackburn Mitchell, Robin Koch zu Ajax, Pascal Groß zu Frankfurt, Billy Gilmore zu Leipzig, I. Laporte zu Club America, interesting, Demirovic zu Frankfurt, um, Axel Witzel zu Roterstern Belgrad. Oh damn, oh damn, shit just hit the fan. Wir werden gegen Axel Witzel spielen dürfen. Diego Llorente zu Osasuna. Tete zu Eindhoven. Loscelso zu Schalke. Was? Was hat denn Schalke mit Mittelfeldspieler von Tottenham? Was hat's denn da? da? Also da... Irgendwas hat's da. Die haben irgendeinen illegalen Deal. Safe. Da gibt es irgendeinen Deal. 1000 Prozent. Ah. Hier kommt die 205, musst du auch sagen. Ja, nehmt. Geh mit Gott, aber geh. Angebot für Slicewicz. 19,5 von Juventus. Also, wäre crazy profit für uns, ne? Aber nö. Aber nö. Den haben wir am Anfang der Saison für vier oder so geholt. Das wäre schon crazy profit. Kostisch ich braucht einen Freund. Sollen sie selber einen Freund holen? Also, versuchen sie ja, aber. Sollen sie verpissen, die Gewächser. Oh Gott, Verhandlung von Radu Laschke gescheitert. Oha, PSG wird Balic. Gut, dann halt die nächsten. Man haben wir im Januar die Jugend ausgehen? Ja gut, aber wir haben keine neuen Jugendspieler, lol. Macht keinen Sinn, die jetzt auszusortieren. Kommt ja nicht nach, wenn die nicht spielen, die Jugend. Die Jugenden. So geht's nicht weiter, ja. Herr Was soll das? So geht das nicht weiter. Du musst mal wieder fit werden. Was soll das? Doch, wir alle in Freund. Brauchen wir nicht alle in Kostic? Chibi. Oh, ne Lorenzo Luca. Ist das der, den ich hatte bei Ding? Nee, doch. Ist das der, den ich bei Milan hatte? Ich glaube, ne? Ich glaube. Roma. Hm. Ronnie Edwards zu Dortmund. 14,5. Oh, schön. Woher? Ich sag, Paris steht auf, ne? Wenn es nicht schon hat. Ein großes Talent. Okay. Wo ist mein jahrhundert talent Wir haben immer noch keinen Achter. Mhm. Mal gucken, die sich einigen. Alidovic. Nö. Wer hatten denn die, die äh, gemacht? Holy shit, Alter. Oh, guck mal. Schade. Kevin De Bruyne will nicht. Häumlinson? Mm -mm. Virgil? Harry Maguire? Olliño. James Milner geht immer, wenn ich Engländer wäre. Auch das Framer. Das Problem ist ja, dass wir die meisten gar nicht dürfen aufgrund der, der Regelung. Wojciech ne? Szczesny. Ah. Den, den hätte ich genommen. Da hätte ich gesagt, Polen grenzt an, an Serbien an. Da, da hätte ich nichts gekannt. Ich hätte gesagt, Polen grenzt an Serbien an. Oder der ist ein Sechzehntel Serbe oder sowas. Hätte man schon irgendwas einfallen lassen. Vrbancic fällt aus, Hüftverletzung. Djeko. Muss man auf sieben Stimmen umstellen. Uh, das ist bei Fernabatsche. Nee, hört auf. Der hört auf am Ende der Saison. Der Edin. Slicevic ist echt crazy. Ich glaube, wir müssen Slicevic notieren für, für äh, krasse, krasse Spieler. Muss, eigentlich müsste ich mich echt mal hinsetzen und mal durch die ganzen Projekte durch, durch Skipperina und, und gucken, was wir so einen krassen Leuten hatten. Mitrovic. Mitrovic könnte man holen sogar. Also da wäre ich noch eher bei Milikovic-Savic, um ehrlich zu sein. Weil den könnte man vielleicht auch nutzen. Mitrovic und Jovic. Mitrovic könnte man. Für Schlappe 4-6. Milikvic, Savic. Will gar nicht. Dazu noch Anatovic. Auf drei Stürme umstellen. Uh, Ibrahimovic läuft auch noch aus, ne? Also für vielleicht können wir ihn auch in die zweite stellen, wa? Weil, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Im Worst Case geht er halt ein in der zweiten, I don't know. Als Mentor? Der war bei Bayern, der weiß was. Fratessi zu Milan. Thomas Partey zu PSG. Ist der nicht wirklich zu Milan? Nee. Ist der nicht, oder ist der zu, ist der nicht gewechselt? Fratessi? Zu Inter ist er. Zu Inter. Ja, fast. <laughs> Quasi das gleiche. Soyunchi zu New York. Für 8 Millionen von, von äh, der USA ist aber auch crazy. Xavi Simmons zu Barcelona. Okay, was sagen wir für wie viel verkaufen sie in zwei Monaten wieder? Für 20? Wie gesagt, für 20. Florian wird zu Bayern. Jetzt knallt. Jetzt knallt's aber richtig hier. Safe. Was will er denn gehalt, um in der zweiten zu spielen? Okay, ich glaube, er will nicht in der zweiten spielen. Mal in der zweiten wäre okay. Wie wissen, wenn du auch mal in der ersten spielst? Puh. Mensch. Gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken. Die Jugendspieler kommt zu Ihnen. Mört, Mert Özmen. Ja, der hat aber auch über hier geschrieben, wa? Cool. Danke dafür. Ist halt OM, ne? Der kann halt eigentlich keine Position, die relevant für uns ist. Das ist halt ein bisschen schwierig. Kishaka? Hat er auch? Also die Schweiz kann es nicht haben. hat auch, okay. Welch Argon? Tauland. Oh Gott, der ist ja hund... Sag mal, als ob der... Okay, der ist 33 und der andere ist 200, Als ob der ein Jahr älter ist als der. Hä? Digga, der ist, der ist mindestens 10 Jahre älter. Der ist ja mindestens 10 Jahre älter. Am Arsch ist er ein Jahr älter. Ne. Never. Never. Kannst du das sonst was mal erzählen? Also aktuell wollen sie nicht, aber vielleicht irgendwann. Ein Jahr älter. Arjon Ibrahimovic Wechselablöse frei. Zu Partizan Belgrad. Also eigentlich zu, genau genommen ja, zu äh, Teleoptik. Digga. Ich verschenke den schon quasi. Die können sich alle vertragen, ich mit dem nicht einigen. Das war jetzt der einzige, was wir den haben wollten, oder was? Ich löse gleich einen Vertrag auf, ne? Ich habe gleich keinen Bock mehr auf den. Ja. Dazu sag ich mal nichts. Dazu sag ich mal nichts. Illic fällt wieder zwei Wochen aus. Mann! Uh, Cruz Azul möchte Perisic. Vielleicht hört er doch noch nicht auf. Da bin ich mal gespannt. Na ah, ja gut, er wird wahrscheinlich durchgehen, ne? Bei sowas gehen die eigentlich immer durch. Ah, uh, endlich ist er weg. Nach China. Es ist, es ist bodenlos. Es ist bodenlos. Wir haben ihn jetzt wieder nach China verkauft, aber naja. Was soll ich tun, wa? Wenn wir zwei Angebote haben und die sich zweimal vertraglich nicht einigen können. Was soll ich tun, wirklich? What am I supposed to do? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'll even cut my hair and change my name. Hallo, hat ja einen guten Trainier. Dankeschön. Was dem... Ah, Nacho ist immer noch mehr, weil er verletzt ist, natürlich, obviously. Ich hoffe halt, dass, dass er sich auch äh, stärkentechnisch noch ein bisschen fängt nächstes Jahr. Äh, weil ich den halt gerade aufgrund des Legenden des vielleicht schon eher äh, vielleicht nochmal spielen lassen würde, ne? Wenn er so Anfang Mitte 70 nochmal schaffen würde, würde ich dem schon noch ein Jahr geben im Kader, also auch, auch in der potenziell. Hey, hey. Kalicowicz, drei 3,6 wert. Haben wir für 1,7 geholt. Und Lucic, 5,3 wert. Sind alle jetzt schon über dem Markt Dann haben wir alle drei im Sommer geholt. Crazy Profit. Crazy Profit. So, wir starten wieder rein in das Kalenderjahr. Gegen Vojdovac. Starten wir natürlich mit einem Sieg, ne? Versteht sich. Komm mal, Leute. Vielleicht auch wieder mit einem Lupen rein Wir sind noch letzte Saison, also diese Saison quasi mit einem Lupen rein reingestartet. Vielleicht auch ein Lupenreiner jetzt zum, zum Start ins neue Kalenderjahr. Luka Jovic, ja. Meldet er sich da gerade freiwillig für den Lupen rein Vorlage Christian Belic. Come on. Gleich noch eins, Jovic, gleich noch eins. Wäre es Licevic gewesen, aber trotzdem. Ich kann auch Litschewicz einen Lupenrein machen, ist mir egal. Ob das macht, einen Lupen rein sind übrigens 13. Aber von der Stärke echt nicht gut dabei, ne? Unter 700 ist schon, schon weak. Wie gesagt, Teleoptik hat, ist, ist stärker. Die haben 728 oder so. Also von der Stärke würde Teleoptik so auf der 10 oder so rein reinslotten, bin ich ehrlich. Uh. Belichmin 1.5 Sofa. Aldo Kalulu, da ist er wieder. Die Sperre ist abgelaufen, glaube ich. Also, offensichtlich. Kalulu direkt wieder am Start. Halber ist fünf Tote diese Saison. Letztes Jahr war der da schon zweistellig, glaube ich. Ich glaube, da war das schon... Huch, nee, 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 Severina wollen wir da. Ähm, Joic und Sanijanin. Komm mal, Leute. Ein drittes ist noch drin. Irgendwo für irgendwen. Wladimir Lucic. Dafür darf er sich den, naja, ne, nicht, nicht Einzelapplaus abholen. Jovic darf auch mit raus. Aber. Gang, gang. Ich glaube, jetzt noch ein viertes, Nikolic haben einen guten Start in das neue Kalenderjahr gelegt. Ja. Wäre jetzt witzig, hätten die auch einen Nikolic. Ist ja hier gar nicht so ungewöhnlich, dass die selben Namen haben. Wäre jetzt witzig, hätte Nikolic das 3-1 gemacht. Wir stehen auf der 1 immer noch. Rote Stern, Belgrad lässt nicht liegen. Die halten die 7 Punkte Unterschied. Aber, sind halt, stand jetzt noch 7 Punkte Unterschied. Müssen natürlich auch gucken, dass wir unseren Teil tun, das auch zu halten. Bakayoko das ist aber nicht der Backe, Joko, ne? Das ist ein anderer. Äh, geht zu Villarreal. Und. Ellie McKen. Andrejinho. Aber kein Perisic, oder? Scheint nicht so. Ne, den hätten wir gescoutet. Perisic haben wir gescoutet. Weiß nicht, ob der nicht vielleicht schon durch ist ist der letzte Woche vielleicht war, wenn wir den einfach nur verpassen oder so. So, wieder Pokal. Wir spielen diesmal gegen Liga-Verein, aber äh, wir spielen trotzdem zweite Garde. Also weitestgehend. Soweit Sinn macht, beziehungsweise soweit wir wechseln können äh, und Kapazität haben. Ich ziehe es keinen aus der zweiten hoch, aber ich wechsle halt alles aus der ersten, was ich, was ich kann. So, wir könnten hier mal wieder äh, versuchen, äh, den einen oder anderen Vertrag anzubieten. Der hier zum Beispiel. Nächste Saison, erste Mannschaft. 120, drei Jahre, Abfahrt. Ähm, und der links außen, der wird halt eher zweite noch. Ne? Dann machen wir den jetzt einfach auch noch nächste Saison. Auch eher zweite. Stankovic von Sturm. Ähm. Stankovic? Jon Goring? Ne, das ist nur Slowene. Tatsächlich nur Slowene. Chosen One. Napredak führt. Wie gesagt, wäre natürlich bitter. Napredak führt, aber... Können wir noch drehen. Alles noch drin. Wie gesagt, der Film ist rausliegen, ist nicht so dramatisch. Cup ist jetzt nicht so die highest priority für uns. Klar, nehmen wir Cup Sieg mit, ne? Aber wie gesagt, wir haben jetzt letzte Saison den Cup gewonnen. Wir haben ja auf der, auf der Agenda, wenn wir jetzt einfach nach der, mal nach der ähm, Liste gehen, was für Ziele wir uns gesetzt haben, wir haben halt nur drei Cupsiege und fünf Meisterschaften. Und einen Cupsieg von drei haben wir, aber noch keine Meisterschaft von fünf. Dementsprechend kassieren wir natürlich einfach gerne mal eine gelbe Rote im, im Pokal und sagen, komm, ist egal. Die gelbe Rote muss jetzt nicht sein, bin ich ehrlich. Die hätte jetzt nicht sein müssen. Wir müssen natürlich versuchen, das zu drehen. Nikolic. Komm, Jovic. Do your thing. Jovic und Kalulu drehen das jetzt. Pass auf. Pass auf. Kalulu auf jo äh, Jovic. Pass auf. Pass auf. Entschuldigung. War Jovic auf Kalulu. Hoch. Entschuldigung. Habe ich verwechselt. Wer ist denn Muka? Hä? Wo kommt er denn her? Julio, wo, wo kommt er denn her? Wieso spielt er mal wieso spielt er bei mir der Innenverteidigung? Was ist da los? Woher? Kann ich ihn auswechseln? Was soll das? Wieso spielt er ein fremden Mann Verteidigung? Was? Ich bin verwirrt. Wirst du elf Meter schießen? Jupp. Jöp. elf Meter schießen. Abfahrt. Grad, grad schwierig, Luki. <laughs> Machen wir gleich. 1-0. Ja, 1-0. Geh weg. Bonus. Ich glaube, wir sind raus. Also dafür, dass wir das noch gedreht haben, noch. Ne? Frech. Sehr, sehr frech. Antich vor allem. Antich gescheitert. Queenzy Meenik. Meenik. Aber wir müssen halt einen halten. Oder verschießen lassen oder so. Hallo. Okay, wichtig. Können auf jeden Fall keinen mehr rausgehen lassen. Luka Jovic. Luka Jovic. Come on, Glanzparade Jovanovic. Do it. Nee, so nicht. Dorde Jovanovic. Also, wir, wir müssen jetzt treffen. das hatten das für uns, glaube ich, schon, ne? 4-3 Sliciewicz. So, Jovanovic. Hashtag no pressure. Hashtag no pressure. GG. GG, Stojkovic. Mit dem 15. Wir sind raus. Roter Stern ist weiter. Na ja gut, dann soll Roter Stern dieses Jahr den Pokal machen und wir nehmen dafür die Meisterschaft. Was hat man denn davon? Ich glaube, Rayo Vulcan hat zu viele RAs, kann das sein? Wenn die, wir hier zwei angeboten werden. Zwei gleich. So. Guck mal, Slicevic ist jetzt wertvollster Spieler der Liga. Let's go. Und Belich ist auch knapp hinter Juan. Nice. Wertvollster Spieler der Welt. Immer noch Erling Haaland. Dafür, dass er aber nicht von Weltfußballer nominiert war. 200 Mio wert. ist crazy. Gefolgt von Pedri. Der ist jetzt auf der 2. Mbappe, Vini, Javi und dann Saka. Weltfußballer. Witze von Atletico zu, Aber der war ablösefrei, oder nicht? Er war denn nicht. Ver ah, doch, ablösefrei, aber nicht vereinslos. So. Yes, 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 yes. Wow. für Simic und Popovic. Sehr, sehr schön. So, wir haben. einen Maresic. Das true, das ist true. Aber ich will gar nicht wissen, was der verdient. Dario Marešic, ja. Ma Maresic. Wäre halbe Kroatisch, ähm, ist 25. Kann man sich mal angucken. Wird jetzt kein Stammspieler werden, aber ne, könnte vielleicht irgendwann mal als, als Backup in Frage kommen. Arnel Jakubovic. Nee. 62er Stürmer, Nee. Nee, ich glaube, da wird Also wir können mal reinpacken, ne, vielleicht für die zweite Mal. Das Wenn dann eine also, ja wohl das auch schon 26, nee. Nee, der wird es nicht schaffen. Also nicht mit 36. Wenn das ein junger gewesen wäre, ne, hätte man sagen können, okay, ne? Ähm, potentially. Aber leider, nee, leider gar nicht. Ich glaube, das schafft er nicht. So, da stehen noch zwei Verträge aus. Ähm, der andere hat angenommen. Sehr schön. Dann wird da vielleicht auch langsam mal zumindest die Leute geklärt, die halt fürs Ende der Saison noch offen waren. Gukaritschki. Let the body sit down. So, Kukaritschki. Da haben wir schon wieder Länderspielpause. Oha, und da kommt ähm, Radnitschki und Rea Sociedad. Also wahrscheinlich unser Aus im, in der Euroleague. So, so gerne ich sie auch besiegen möchte, ne? Weil sie ist 78, jetzt Lutzisch 77. Waren definitiv gute Einkäufe, ne? Holy shit. Dijon Beljo, ist, ist das ein Instrument? Das klingt wie ein Instrument. Geschwindigkeit wieder hochstellen. Wa? Das ist Mayonnaise ein Instrument. Come on, Kukaritschke auf der 5. Und da noch ein bisschen abzukapseln. Punkte technisch wäre natürlich nicht bad mit einem Sieg. Und vielleicht, wenn es gut läuft, auch noch von roter Stern gerade. Aktuell stimmt man bei, bei Rapid, okay. Gelb für Belic. Also, nee, für Pantic. Belic wäre gelb gesperrt, wenn er eine bekommen würde. So. Ich habe da hinten die gelbe Karte gesehen und da vorne war es gelb geschrieben. Und dachte mir, hä? Wie kann das sein? Aber die gelbe Karte wird Karte da hinten nicht nochmal angezeigt. Also ein Tor wird jetzt langsam mal gut, ne? Da brauchen wir doch ein Tor, äh, einen Stürmer. Ja, aber so schlimm macht sich Jovic gar nicht. Ich hatte ähm, mit, mit possibly Schlimmerem gerechnet, bin ich ehrlich. Potentially habe ich mit Schlimmerem gerechnet. Come on, Aldo Calulo. Ich habe echt schon, äh, damit nee, nicht damit gerechnet, aber ich habe befürchtet, dass er vielleicht so absolut floppen könnte. Aber so schlimm war es dann am Ende nicht. War den Beinbruch. Aua, 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 aua. Ich glaube, da tut weh. Also ich hatte noch keinen, aber. Just saying. Jo Fabio, es geht. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es dir? Und oh, zweites wäre gut gewesen. Zweites wär, wir haben auch keinen Nikolic dabei. Jovic muss durchziehen. Ich habe Nikolic mal wieder nicht auf die Bank gesetzt. Come on. Hm? Ich hatte tatsächlich überlegt, ihn rauszunehmen. Ich hoffe, er ist nicht zu lang verletzt. Aber gut, wir haben Länderspielpause könnte könnte klappen, dass der nach der Länderspielpause wieder am Start ist. Das ist der Decider 88. Luka Jovic Vorlage Markovic. 3:0 Ich habe nicht aufgepasst. Luka Jovic ähm Lupenreiner in der Nachspielzeit. Do it. Schade. Wäre cool gewesen, hätte ich hätte ich mitgenommen. Hätte ich hätte ich äh, hätte ich mitgenommen. Juan Bernat zu Stadren. Und ich gucke gleich mal Perisic. Der, da stand immer noch nichts von Perisic. Nicht, dass der irgendwo... Weiß ich nicht, dass der verloren gegangen ist. Ich dachte, ich war mir versichert, dass da ähm, Cruz Azul durchgehen wird. Aber also vielleicht ist es durchgegangen. Die anderen beiden Jugendspieler haben auch akzeptiert. Sehr, sehr schön. Gedeon Kalula auf Transferliste gesetzt. Mhm. Okay. Wer Rechtsverteidiger? Wir wollten noch einen Rechtsverteidiger holen, oder? Mhm. Aber du müssen wir tatsächlich das äh, aussortieren. Stepanovic Neue Erfahrungsstufe ist sehr, sehr nice. 13 Tage, ja, sollte dann klappen. Ähm, Belgio. Dion Drena Belgio. Bei Augsburg. Aber who knows? So, Terzic. Mm, Ar. Nee. Alexa Terzic. Alexa Terzic. Der hier? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich der hier. Ist auch nicht bad. Aber aktuell wahrscheinlich zu krass für uns. Tatsächlich. Äh. Uh, Bajetic. Ohne V. Who knows? Keine Ahnung. Ich habe Bosnia. Wäre eine Option auf rechts. Vielleicht ein bisschen teuer gerade. Auf die Judge. Wo ist denn der zurzeit? Kosovo ist der, ne? Donis. <laughs> nee, 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 Also, zum einen, so oben, was uns sonst nichts hilft, und zum anderen, das da zu Bett. Ähm, Perisic wollte ich gucken. Mann, Perisic wollen man auch noch kurz gucken. Perisic, ähm, Ivan, Ivan Perisic. Peri, Perisic, si, ja, Perisici, genau. Ja, okay, hat jetzt aufgehört. Anscheinend wurde das mit Cruz Azul doch nichts, dann hat er aufgehört. Okay. Okay. RIP an Perisic. F in den Chat für Ivan Perisic. Angebot für Lucic. 13 Mio. Nö. Aber, äh, hätten sie früher machen müssen, dann hätte ich es mir vielleicht überlegt. Und dann äh, Perisic geholt. Hätten sie mir das am Anfang vom Dezember gemacht. Hätten sie mir vielleicht überlegt. Oder, äh, Anfang vom Januar. Stevanovic Schambeinentzündung. Oh no. Oh no. Medina fällt auch aus. Eieiei. Okay, dafür ist aber Illich wieder am Start. Immerhin. Dann wechseln die halt jetzt. Einfach mal, einfach mal, äh, gemütlich durchgewechselt. Jugend könnte man theoretisch wieder ausmisten, aber. Wir haben nichts zum Ausmisten. Hätten sie schon zweimal ausmisten können. Januar und Februar, aber wenn da halt nichts nachkommt in der Zeit, ne, dann, dann, dann bringt das halt alles nichts, wa? Berisha? das Nacho ist jetzt völlig, völlig mad. Ja, Bruder, was soll ich tun? Du bist halt verletzt. Also, was soll ich jetzt gerade tun, dass, um deine Frustration zu lösen, quasi? Also ich... Ich weiß nicht, was er von mir erwartet. Ljubicic? Ljubicic ist das Heft zu teuer, oder? So, schon mal Berisha. Ähm, wie heißt hier Wallon und Verton. Veton. Wallon alt ist zu also wahrscheinlich also wir nehmen ihn mal mit rein und wahrscheinlich zu alt dass der nochmal relevant wird und er wahrscheinlich auch glaube ich nicht Lubitsch Marin und Robert soll das so <laughs> Ähm. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, da steht Flexibilität oder so. Also am. Ähm oder nur 47, ne? Ähm, und Robert. Uh, Dynamo ist der. Dynamo. Guck mal. Gucken wir mal, was die Scouts. Aber da, da, ich meine, die meisten davon werden jetzt einfach erst nächstes Jahr gescoutet werden. Aktuell ist das ja für uns nur so mäßig relevant. Oder vielleicht. Kann, vielleicht nehmen wir die Jugendscouts dann irgendwie so im Juni oder so raus, als wenn die Saison vorbei ist. Sodass die Richtung Ende der Saison schon mal das Scouten anfangen, damit wir dann im Juli ähm, quasi reingrätschen könnten. Aber das machen wir nicht mehr heute. Und auch ähm, äh, Real Sociedad nicht mehr. Das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Auch schon wieder Viertel nach Elf. Wir werden morgen auf jeden Fall noch Runde machen, Sonntag auch. Ähm, aber äh, ja ich gut